Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Warfunder. Wir spielen heute auf Alaska Vorherrschaft. Boah, schauen wir mal. Ich würde mal sagen, gehen wir mal mit einem Waffenträger rein und versuchen mal Ada so ein bisschen zu halten, während unsere anderen Truppen versuchen A einzunehmen. Wir sind ja eher zum Spawn-Campen, beziehungsweise zum Campen gebaut, beziehungsweise zum Stellung halten, anstatt für den Angriff. Aber naja. Schauen wir mal, was wir da so reißen können. Würde mal sagen. Das könnte ein bisschen dauern, bis wir da sind. Ach man. Ey, wer schießt denn da drüben? Kann wohl nicht wahr sein, dass sie jetzt schon hier loslegen mit Schießen. Ah gut, unser Team, das ist auf der Seite ganz gut aufgestellt. Da ist schon einer der Erste, der einnimmt. Okay. Das spielt uns in die Karten. Das ist schon mal sehr gut. Gegen den C ein. Also kommt es wahrscheinlich auf B drauf an. Also A könnte auch ein wichtiger Punkt werden. Aber gucken wir mal. Ich hoffe, dass die Kräfte in der Mitte soweit standhalten. Und nicht da irgendeine Scheiße veranstalten. Na, es wäre kacke, wenn die da jetzt schon fast im Spawn sind, während wir hier A verteidigen, ne? Dann, ja, könnte es eng werden für uns, sagen wir es mal so. Schon mehr als ein Match gehabt, wo das dann plötzlich so war. Oh, da hinten haben wir einen. Der ist anscheinend draufgegangen. A wird wieder zurückerobert. Na, danke auch. Der andere fällt natürlich gleich wieder zu B weiter. Ja, danke auch. Nee, so wird das nichts, Freunde. Und wenn wir weiterhin so lahmarschig hier sind, dann wird das auch nichts. Mann, Mann, Mann. Ja. Na? Stellen wir uns doch mal hier irgendwo am besten hin, oder? Ja, machen wir gleich mal da hinten. Stellen wir uns, glaube ich, mal dann gleich hinter. Ne, diesen Baumstamm. Der andere ist ja ein bisschen zu weit weg. Da haben wir hier keine klare Sicht hier auf A. Na super. Also bis jetzt können wir C nicht wirklich erobern. A ist umstellt, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir haben noch keine Chance, da irgendwie was zu reißen. Aber immerhin, oh, da ist einer drauf gegangen, okay. Aber B wird immerhin von uns eingenommen. Dann sollten wir es auch gleich schaffen, A einzunehmen, dann sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Allerdings können jetzt unsere Gegner über C vorrücken, das sieht nicht ganz so toll aus. Ah gut, gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Sehr schön. Gut, dann fahren wir hier hinter den Baumhaufen hier. Und dann schauen wir mal. Jawohl. Wird erledigt. Ja, da kommen schon gegnerische Luftanheiten, oder irre ich mich da jetzt? Oh. So, schön. Ja, wobei anders wäre es besser. So, nee. Das ist sowas kacke. Boah, ist vielleicht nicht ganz so toll, wenn sie von da drüben, von A kommen. Dann sehen sie uns direkt. Aber erstmal gucken wir, ob da hinten irgendwas ist. Da ist nämlich gerade einer von uns drauf gegangen. Da hinten ist ein Jagdpanzer. Okay. Na, kommt da hinten? Kommt da hinten? Bin ich aber gespannt, ob da hinten irgendwas rumgefahren kommt. Dann ist nichts, da auch nicht. Da ist auch nichts nicht. Ja, halten wir hier noch tapfer. Dann müssen die anderen jetzt mal hier ein bisschen zacki-zacki machen. Wir sind hier drei Leute, vier Leute insgesamt, die hier A halten. Habe ich denn was gesehen? Ah, Mist.
Hätte ich doch richtig geguckt. Aber der ist leider draufgegangen schon. Okay. Schade. Haben sie gut gemacht. Stellen wir uns hier so ein bisschen hinterhin. Ja, zack. Störe ich doch was. Da habe ich doch was. Stellen wir mal den Motor ab. Und da uns hier nicht entdeckt. So, da hinten kommt einer. Tschüssikowski. Sehr schön. Da ist noch einer. Hallöchen. Schön die Munition getroffen. Sehr schön. Ja, so macht es doch Spaß zu spielen. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. Oh, sind ernsthaft, sind hier gerade nur 4 Spieler von uns auf der Map? Sag mal, Leute, was ist denn das? Wo sind denn die anderen? Haben die jetzt schon keinen Bock mehr oder was? Warum ist noch einer? Tschüssikowski, die Russe. Ach, so macht es doch Spaß. Ohne zu verfehlen. Ja, das sehe ich doch gerne. So, haben wir noch irgendwo einen? Nee. Okay. Ja, vielleicht hat uns ja noch einer in die Falle. Scheint aber nicht so den Anschein zu machen. Ich höre da aber einen. Ah ne, es ist unser Verbündeter. Okay, gut. Okay. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Ja, habe ich. Ah ne, das ist der andere Sektor. Okay, zumindest sind wir jetzt. Das kann nicht wahr sein. Wir sind zu fünft nur noch, oder was? Wo sind denn die anderen plötzlich? Haben die so. Oh, da ist eine Elite geflogen. Da müssen wir jetzt Augen drauf haben. Wo sind die anderen? Sag mal. Ich glaub's ja nicht. Seht ihr schon bei uns das Spawn? Oh. Leute, das Match dauert noch nicht mal 8 Minuten und wir sind komplett geschlagen fast. Was ist denn das? Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. So, aber jetzt höre ich da einen. Und ich sehe da einen, eine Sue, wie ich das richtig gesehen habe. Die kriegt jetzt gleich mal einen vollen mit, keine mit. Tschüss. So. Ach man. Eine 250 Kilo Bombe hatten. Sind Spaß verdorben. Gut, okay. Dann nehmen wir wohl, müssen wir mal den Tiger nehmen. So, dann befreien wir mal unseren Spawn da. Kann ich nicht angehen hier. So. Hier drüben sehe ich einen. Aber wir bekämpfen erstmal den hier drüben. Der ist gefährlicher nämlich. So, Kuckuck, Hallöchen. Hier kommt Deutschland. So, jetzt kommen wir uns gleich mal um die Tippen auf der anderen Seite. Müssen uns so richtig positionieren. So, komm, jetzt. Okay. Schade. Gut, Spawn wäre gereinigt. Aber ich glaube nicht, dass wir das Match noch irgendwie rumreißen können. Mit 3 Spielern hier wird das nichts. Und 2, die. Na, 5 Spieler sind wir noch bei uns im Team. Sag mal, schleppen wir jetzt hier einen Baum mit rum? Als kreative Dekoration oder was? Ernsthaft. Oh, der ist draufgegangen. Er wurde volle Kanne erwischt. Oh, und da hat jemand sein eigenes Zug abgeschossen. So, jetzt muss ich noch aus hinten von wo der kam.
drin irgendwo? Eieiei. Oh nein. Das, ja, auf der anderen Seite. Na, danke auch. Naja. Wir haben unser Bestes gegeben, Freunde. Match verloren. Immerhin 5 Kills rausgeholt. Aber naja, so ist es manchmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Und bleibt gesund. Ciao, ciao.